privaten Kanal, niedrigere Ligen gecastet. Jetzt ist es endlich soweit, ich darf in die Division 2 für 99. Und ich hoffe, die Spieler auf dem Server sind genauso hyped wie ich hier auf das Game. Und es geht los, wir haben auf der CT-Seite Extreme mit einer Smoke, genauso wie bei PharmaG, der auch das Kit dabei hat. Noch Flash und Nate auch dabei. Wir haben Ruffy und Cargo auf der T-Seite mit der Utility. Und dann wird erstmal eine diepe Bananensmoke geworfen, ohne dass man da reingeht. Man faked quasi die Banane-Kontrolle. Auch noch mit einer Flash unterstützt. Und auch noch eine Nade. Also da will man wirklich auf Nummer sicher gehen, dass eine Banane-Kontrolle vorhanden ist. Oder zu zeigen, es wäre eine vorhanden. Und jetzt kommt der Balcony-Drop. Wenn der Autodirector mich jetzt nicht im Stich lässt, zeigt der Krabbe, wie er den ersten Antifrag holt. Cedric kann den Refrag machen. Caesar aber dann auch noch mit einem. Und mit dem zweiten oder dritten auf dem Spot rechnet man nicht, aber Caesar haut den da um. Bombe kann gelegt werden. Jetzt ist es an Extreme und Sweezy, die Side zu retaken. Im 2 gegen 4, einen konnten sie schon machen. Es kommen jetzt beide über kurz. Man hat nur Smoke und Innate. Erste Nate geht in den Pit, macht nicht so viel Damage, weil die im Fahrrad liegen bleibt. Jetzt geht man da. Oh, schöner Shot von Cargo. Tweezy versucht es dann nochmal, aber man hat da ein schönes Crossfire gemacht. Cargo am Ende mit den 2 Kills. Und es ist 1 zu 0 für die Playing Ducks. Also wirklich eine sehr interessante Pistol-Round. Habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen. Wenn das natürlich funktioniert mit dieser Upper Smoke, dass man da die Bandane-Kontrolle faked, ist das natürlich gut. Trotzdem war es ein gutes Crossfire da auf dem Spot für die CTs. Man konnte leider die Shots nicht hitten, aber Plan B ist direkt im Force bei und wird direkt versuchen, das Ruder rumzureißen. Playing Ducks spielt jetzt sehr abwartend natürlich. Will in keinen Stack reinlaufen. Da kommt eine schöne Double Nade an die Kante von der Banane. Ein sehr passiver Default hier. Man wartet auf einzelne Pushes von den CTs, aber die haben noch nicht den Grund, da irgendwie offensiv zu gehen. Man sieht aber, dass schon PharmaG auf seinem von CTs Richtung B rotiert. Man will auf jeden Fall eine schnelle Rotation in diesem Force Buy haben. Man hat keinen Contact bis jetzt gehabt. Keine Informationen auf der T-Seite. Also entscheidet man sich für ein B-Execute. Wobei jetzt Ruffy ein bisschen Informationen an B sammeln konnte. Die CTs bleiben da zu dritt. Die Flash wurde verworfen. Dann werden die Teammates geflasht. Caesar kann Extreme refraggen. Die Bombe muss aber gelegt werden. Das war genau der Spieler mit der Bombe. Krabbe sammelt sie jetzt ein. Bombe wird gelegt. Es sind 4 gegen 4. Es ist immer noch möglich für Plan B. Aber Support Flash für die Banane. Cedric ist jetzt da bekannt. Der hat keine Chance, die Banane da hochzukommen alleine mit der CZ. Muss also einmal komplett zurückrotieren. Und also Cedric ist schon auf dem Weg für ein Safe. Was ist das für ein geiler Fixpunkt? Wenn der Headshot schon reingegangen wäre, Knipp des Tages. Oh, schön. Schöner Shot da von PharmaG und noch ein Headshot. Und noch einen können sie rausnehmen. Cargo holt aber noch Cedric dann unten am Ende von der Banane. Immerhin. Playing Ducks muss komplett nachkaufen, bis auf Cargo. Die Runde natürlich für Playing Ducks, das ist das, was auf dem Papier wichtig ist. Trotzdem fand ich es eine starke Runde von Plan B, dass sie da noch 3 Spieler rausholen konnten. Und auch sehr starke Shots da von PharmaG mit der Scout, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Und der Peak direkt mit der Scout wieder runter, hat den ersten Hit getroffen. Sehr offensiv, der hat auf jeden Fall Confidence heute. Sieht jetzt den einen crossen, um die Bombe zu holen. Man hat da sehr viel Information in der Mitte durch PharmaG.
Das heißt, man muss jetzt Second mit vorgehen bei den Playing Ducks. Ruffy konnte sich nur eine Diege leisten. Oh, das Diegebrett von Ruffy gegen Farmer G. Jetzt kommt es zum Contact da in Apps. Schöner Shot von Rapdos, der kann die AK mitnehmen. Cedro hat auch noch die Kurzkontrolle. Das heißt, die Playing Ducks müssen sich jetzt Richtung Banane zurückziehen. Und das tun sie auch direkt. Und wenn sie jetzt schnell machen, kommt auch keine Rotation. Jetzt holen aber die CT ist auf kurz die Information. Aber das könnte zu spät sein. 4 gegen 1 am B-Spot. Die Smoke ist aber gut und Tweezy macht genau das, was er machen muss. Zeit raus holen, macht sogar zwei Fracks. Ruffy jetzt mit dem Diege-Frack. Und das wird eine schwierige Runde für die zwei Ts. Hier, oh, Ruffy kriegt da sogar noch einen Hit auf 5 HP. Das macht es nicht mehr leichter. Der dreimal Retake. Jetzt ist ein Spieler bekannt und Kao kriegt die Schelle ins Gesicht. Ruffy hat nur 5 HP und er wird gleich gecheckt. Ja, da ist er bekannt, kriegt den nächsten Hit. Straddle mit dem Frag und es ist die erste Runde für Plan B Esports hier auf Inferno. Und schicken Playing Ducks durch die Frags in der zweiten Runde. Dadurch waren die Frags in der zweiten Runde so wichtig, direkt in eine Echo Round. Hat direkt einen sehr schönen Full bei Plan B. Zwei AKs konnte man mitnehmen. Farmer G kann sich direkt eine AWP leisten. Zettel behält die MAC-10, was auch Sinn macht, weil man davon ausgehen kann, beziehungsweise muss, dass die Playing Ducks eine Echo Round haben. Die stellen sich T-Stairs auf. Und ich glaube, das wird jetzt ein. Die Delta B-Rush? Nein. Das war nur eine Fake Flash, okay. Man hat noch zwei Flashes, nämlich bei Ruffy und Cargo und eine Smoke auch noch bei Cargo. Und es wird ein B-Contact. Die AWP ist an A in Library. Also guten, schnellen Rotierweg. Jetzt kommt die Flash rein. Die Smoke kommt erst danach. Man kommt jetzt auf den Spot drauf. Aber man hat dann super starkes Crossfire von Quad und Serge. Man schafft es, keinen Frag beim Playing Ducks zu holen. Gute Idee. Man ist auf den Spot drauf gekommen, konnte dann aber nicht die Frag ziehen. 2 zu 2 nun. Und die Economy bei Plan B durch diese Kills in der Force Bar und in der Echo Round und die gewonnene Echo Round. Die Economy sieht sehr gut aus. Raptus bellt trotzdem die MAC-10. Und die Playing Ducks, ja gut, Full Buy kann man es nennen, wenn man es möchte. Aber da fehlt doch schon einiges an Utility. Man versucht jetzt zu dritt bei den CTs aggressiv Banane-Kontrolle zu holen. Der Molotow wurde aber ein bisschen verworfen, sodass Extreme da auf 28 HP runterfällt. Und es geht super schnell da durch Kurz. Einfach gegast und jetzt nur noch Farmer G mit der AWP mit 12 HP. Macht er noch einen, macht er zwei. Wird aber dann gerefragt von Ruffy. Und man ist auf dem A-Spot drauf. Bombe kann gelegt werden. 17 HP noch bei Ruffy. Und jetzt ist die Frage, kann Plan B Esports den A-Spot genauso gut retaken wie den B-Spot? Oh, schöner Flick da von Nissa gegen Apps. Extreme kommt kurz vor, Caesar hat den vom Grave. Caesar hat ihn von lang. Dritte Runde für die Playing Ducks. Sehr schöner Tempowechsel. Man hat erst so einen kleinen Default-Aufbau gehabt und dann geht es auf einmal einfach kurz durch. Man, der Autodirector hat es leider nicht genau gezeigt, was sie da für ein Timing gewählt haben. Ob sie da irgendeinen Anhaltspunkt hatten, dass es vielleicht drei Spieler am B sind.
Aber durch die starke Economy von den CTs können sie jetzt auch full buyen. Raptus hat trotzdem nur eine MP9. Cedril hätte da eigentlich auch was legen können, aber vielleicht spielt Raptus lieber die MP9 auf seiner Position als die FAMAS. Und das ist nicht die erste verworfene Nade, beziehungsweise das erste Mal, dass Utility ein bisschen verworfen wird in diesem Match. Die Spieler anscheinend noch nicht ganz hellwach, zumindest allein, aber zumindest nur von diesen kleinen Utility-Fehlern. Vom Aim passt das doch schon ziemlich stark heute. Direkt für den Anfang. Gerade die Scout-Shots nochmal hervorgehoben vom Farmer G. Der jetzt mit der AWP an kurz steht. Man hat dann Doppel-Kurz-Setup gewählt. Kann aber jetzt die Spieler zurückschicken. Zurückdrängen von kurz. Und man schiebt schon zu viert an A. Oh, schöne Flash da in Apps. Krabbe wird rausgenommen von Raptus. Jetzt will man nochmal B. Banane ein bisschen anfällt mit der Flash. Das funktioniert auch so gut, dass zwei Spieler wieder an B sind und da kommt genau die gleiche Flash nochmal. Und Raptus kann wieder einen auslegen und kann die zwei ansagen in Apps, sodass direkt wieder eine Rotation Richtung A kommt von den CT. Diesmal beide Spieler sogar. Nein, einer bleibt noch im CT stehen. Und es sind noch drei Spieler bei den Ts, bei Playing Ducks übrig. Und jetzt muss man es irgendwie über lang versuchen. Richtung B schaffen sie es zeitlich nicht mehr. Und die Backside Smoke und diese Nade halten sie doch so stark auf. Da geht's mit einer Flash auf Sport. Ruffy kann nochmal zwei Frags machen, aber im Endeffekt ist es dann doch die Runde von Plan B Esports. Durch diese zwei Apps-Flashes die Runde geholt. Starke Kommunikation dann da bei Plan B. Und dadurch sind die Plague Ducks wieder in der Eco-Round. Steht zwar 3-3, aber economy-technisch fühlt sich das Game für Plan B wahrscheinlich viel besser an. Vom reinen Economy-Feeling. Die Mitte wird deep abgesmoked. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass man eventuell über die Mitte exploden möchte durch diese Smoke. Trotzdem muss Plan B natürlich die Kontrolle über die Banane erstmal holen. Und jetzt wird erst geschoben und das ist das Zeichen für Playing Ducks, dass sie da durchgehen und sie können Cedril zumindest rausnehmen und Raptus auch. Und es ist eine Überzeit, natürlich waffentechnisch immer noch problematisch. Aber man ist auf dem Spot, die Bombe wird rübergeworfen, kann jetzt für kurz gelegt werden. Man hat die zwei Waffen aufheben können, die man rausgenommen hat. Caesar kriegt auch nochmal eine P250 zugeworfen. Kann jetzt auch Richtung Side crossen. Nissa hat da die Information gegen Lang. 3 gegen 4 und das wäre auch so ein Neckbreaker hier gerade für Plan B, wenn sie die Runde verlieren. Farmer G kann den Fracking kurz nicht machen. Ruffy hört die Steps dann kurz. Kann Tweezy jetzt von hinten Rock wegholen. Jetzt ist nur noch Extreme und der muss die Waffe saven gehen. Pachtel, das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Vielleicht weiß es jemand, ein Zuschauer, der vielleicht sich da besser bei Plan B auskennt innerhalb der Orga. Aber Pink muss ja nicht unbedingt heißen, dass es ein Girl ist, ne? So. Und Plan B zieht eine taktische Pause. Muss ich, glaube ich, gerade erstmal besprechen, so Leute, wie können wir die Echo verlieren? Was müssen wir anders machen? Und vor allen Dingen müssen wir besprechen, ob sie jetzt forcen oder ob sie eine Echo machen. Ich würde tatsächlich lieber eine Echo machen, dann ist die Economy wieder gut. Aber wenn ich da immer die besten Ideen hätte, würde ich auch auf dem Level spielen. Okay, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Aber ich vertraue da natürlich eher meinen Mod, den Chrome. Nein, Tweezy ist männlich, denke mal, er findet es einfach besser. Ja, ist auch vollkommen okay so. Natürlich kann Playing Ducks diese taktische Pause auch nutzen, um sich zu besprechen, wie man die weiteren Runden bespielt. Pause ist vorbei.
Man entscheidet sich bei Plan B für eine Eco. Pharma G behält auch nur eine USP, damit er sich nächste Runde wieder eine AWP leisten kann. Vielleicht war das auch der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, man macht eine Eco, eben weil Pharma G noch diese 3.800 Dollar hat, um sich eine AWP in der nächsten Runde zu kaufen. Ein deeper Molotow, aber Extreme dodgt den ziemlich gut und kann Cargo rausnehmen. Schöner Einzelmove da von Extreme. Smokt direkt die Mitte wieder ab und man positioniert sich wieder neu. Wichtiger Frag hier für die Echo Round. Krabbe sammelt dann nochmal die Smoke auf, die Cargo dann verloren hat, als er gefragt wurde. Und man schiebt direkt zu dritt auf B. Man spekuliert drauf und das ist Extreme mit der AK und er steht auf dem Boost. Und da ist keine CT-Smoke. Jetzt kommt CT-Smoke, jetzt kommt zwei CT-Smokes, aber der auf Boost ist bekannt. Der wird von Ruffy gefragt und es ist direkt, nachdem Playing Ducks die Echo Round holen konnte. Cool Plan B, genauso die Echo Round. Unfassbar, was hier passiert. Und dadurch ist direkt Playing Ducks wieder in der Echo Round. Also das ist wirklich hier ein Hin und Her und genauso wollen wir es doch haben, oder? Und jetzt haben wir die 5 Deagle. Das ist ja meine Lieblingsrunde. Ich liebe das, wenn 5 Deagles dabei, egal auf T-Seite oder CT-Seite, wenn 5 Deagles auch bei einem Teamspiel sind, das sind meine Lieblingsrunden. Also wenn dann die Deagle-Schellen fallen, das macht Spaß. Molotow wurde einmal verworfen, aber das hat jetzt nicht so viel aus, war nicht so ausschlaggebend. Obwohl man da doch sich nicht traut, ins Haus reinzugehen. Dementsprechend war es doch ausschlaggebend. Man versucht jetzt die Mitte-Kontrolle zu holen. Also Plank Dax hat die Deagles gekauft und ziemlich viel Utility. Sodass man bei Plan B eventuell auf die Idee kommen könnte, okay, sie haben reingeforst. Oh, schöne Deagle-Shell von Nissei und noch eine Deagle-Shell und jetzt muss man da durchgehen. Und sind alle 5 Spieler da. Man hat darauf spekuliert. Kein guter Banane-Take von den CTs. Und man bleibt zu dritt in der Banane stehen. Man plant die Bombe für die Banane. Schönes Setup. Und wenn es jetzt wirklich die dritte Echo Round hintereinander wird für die Echo Round spielende Seite, dann bin ich echt sprachlos. Dann macht gleich Plan B wieder eine Echo und das ist wieder eine Runde für sie. Parma holt erstmal schon mal ein Entry, aber der wird direkt gerefragt. Jetzt ist nur noch Citril 1 gegen 4. Holt zwar einen raus und wird jetzt versuchen, die AWP zu safen, aber da spekuliert man bei Playing Ducks schon drauf. Krabbe geht da durch die Smoke und findet Cedric, weil die Smoke auch eine Lücke hatte. Man nimmt die AWP mit. Zwei M4s. Ah ja, genau, war ja ein Echo. Natürlich nimmt man die M4s mit. Und ist die fünfte Runde für Playing Ducks. Ein Hin und Her, ein Hin und Her, ein Hin und Her. Ich kann mich nur wiederholen. Full Buy jetzt wieder bei Playing Ducks. Echo Round für Plan B. Pharma kann sich eine Scout leisten. Tweezy mit einer Deagle, der Rest hat nur USPs. Was eine schlechtere Ausgangslage ist als die letzte Echo Round, die gewonnen wurde, wo man eine AK hatte. Mit Kevlar. Ruffy holt Pharma G raus. Der da mit der Scout, die mit runtergeannt hat. Das Cedril holt sich die Scout. Mal gucken, ob er direkt wie auch mit runterpiekt. Währenddessen holen die Playing Ducks erstmal die Banane-Kontrolle. Und Cedril kann mit dieser Scout Ruffy direkt wieder rausnehmen. Weil mit allen 4 CTs war man jetzt an A gewesen. Und jetzt weiß man nicht so ganz genau, was man mit diesem Frag anfangen soll. Aber ich denke mal, der Gamble bleibt auf A. Man traut sich nicht ganz so bei den Playing Ducks die Information zu holen am B. Und wenn sie wirklich die Zeit noch weiter runterlaufen lassen, haben sie auch keine Chance mehr Richtung B zu rotieren. Sie müssen, ja, sie entscheiden sich für A und sie werden auch auf A draufgehen müssen. Krabbe geht nochmal zurück, denke ich mal, für eine Backside Smoke.
Shadow steht dann im offensiven Winkel mit der Scout, kann sich aber schnell wieder zum Spot zurückziehen. Der Clash kommt gleich, der Step wird gehört und Lissa rennt direkt das Kost er rein. Und da wäre fast der nächste Headshot gewesen. Der Spieler im Grave ist aber auch bekannt. Der hat sich kurz gezeigt. Unfassbar, das glaube ich nicht. Es ist schon wieder eine Ecke Route. Für Plan B. Das war jetzt die vierte Ecke Round. Das hier war eine Ecke von Blibli. Das war hier eine Ecke von. Ne, Quatsch. Hier, Ecke von Dax. Ecke von Plan B. Ecke von Dax. Ecke von Plan B. Es geht hin und her. Aber diesmal haben beide Teams einen Ball. Und das hatten wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. Wobei Caesar nur eine Deagle hat. In Anführungsstrichen nur. 5 zu 5. Ich finde interessant zu sehen bei Playing Ducks ist, dass man immer die Banane-Kontrolle ziemlich passiv nur bespielt am Anfang der Runde. Plan B lässt sich aber auch drauf ein, weil sie nämlich ziemlich immer in Mitte der Runde von den Banane-Retakes, die Playing Ducks dann gespielt hat, bestraft wurden. Wodurch man aber auch keine Informationen hat. Das heißt, man hat jetzt die Mitte-Kontrolle bei den Tees. Wird aber nochmal Richtung lang abgemolotowt. Man hat nur noch 30 Sekunden auf der Uhr und es kommt jetzt langsam eine Rotation Richtung A. Na? Nee. Ja, jetzt kommt die Rotation rein. Die CTs schieben jetzt auch Richtung B. Aber man hat wieder keine sehr gesmoke. Tweezy zieht sich jetzt sehr schön zum Crossfire zusammen. Die Bombe wird einfach gelegt. Und es klappt. 4 gegen 3. Cedric kommt da jetzt Richtung Grave. Holt den ersten, holt den zweiten. Kann verringern auf ein 3 gegen 2. Zieht da jetzt nochmal rum. Caesar hat das aber auf dem Schirm. Man spielt da zu zweit Richtung Särge. Sind aber nicht bekannt, dass beide dort sind, sondern nur Caesar. Ja, Krabbe holt ihn. Und Caesar mit dem zweiten. Zum 6 zu 5 für Playing Ducks. Aber jetzt wird es natürlich wieder gefährlich. Denn die gefährlichsten Runden in diesem Spiel waren bis jetzt die Echo Rounds. Und in dieser gefährlichen Echo Round ist Plan B nicht, denn sie forcen. Ich glaube, eben weil sie diese Runden geholt haben, traut man sich jetzt hier die Piste zu holen, weil man die Konfidenz hat, solche Runden gewinnen zu können. Und man schickt Tweezy mit einer AWP zum Banane Peak. Caesar erschreckt sich kurz, lässt aus Schock die Nade fallen. Cedric wird rausgenommen. Tweezy kann aber in der Banane auch einen Frag ziehen, sodass es ein 4 gegen 4 weiter ausgeglichen ist. Man traut sich jetzt aber offensiver zu gehen. Mid-Round Move von den Playing Ducks. Aber Trade Frag. Versucht das mal schnell hintereinander zu sagen, dreimal. Ruffy geht mit einer Glock vor. Extreme hatte keinen Helm, dementsprechend kann er dann den Entry setzen auf den A-Spot, den man jetzt endlich eingenommen hat. Und Tweezy ist jetzt im 1 gegen 2 Clutch. Löscht den Molotow. Rennt durch die Smoke. Caesar hat das auf dem Schirm. Zur siebten Runde für die Plague Ducks.
Aber jetzt ist man in dieser angesprochenen gefährlichen Ecke Round bei Plan B. Und Playing Ducks hat wahrscheinlich jetzt schon Angst, Kappa. Ah, so soll der Molotow fliegen. Beim ersten Mal kam er auch nicht richtig. Interessant. Missile wird dann nochmal ins K geschickt, geht aber nicht rein. Man hat dann nochmal zwei Flashes benutzt, um die das K auch safe einzunehmen. 5 Sekunden auf die Uhr. Nissa will jetzt Informationen sammeln Richtung B. Geht da alleine vor, wird gerefragt. Ruffy verschießt gegen Extreme, der die AK aufheben kann. Und man schiebt jetzt Richtung B. Man hat Mitte so viele Kontrolle bei den CDs. Man schiebt schon die Mitte runter. Man weiß, dass es B wird und es wird ein Clash. Oh mein Gott! Was? Ein Collateral Headshot! Was zur Hölle ist da passiert? Also den Clip kann man speichern. Eieiei. Aber der Entry sitzt dann auf dem B-Spot, die AK konnte rausgenommen werden auf dem Spot. Sodass man die Runde für sich holen konnte für die Playing Ducks. Da gibt es einmal ein kurzes Sorry. Und weiter geht's. Plan B jetzt mit 4 Farmers. Man muss irgendwie kaufen halt. Damit die Playing Ducks nicht hier mit Double Digits aus der ersten Halbzeit rausgehen. Man versucht jetzt wieder bei Plan B die Bananenkontrolle zu holen. Man hat gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht ohne. Die Smoke liegt, glaube ich, nicht ganz hier. Eventuell Richtung T-Stair ist ein kleiner Gap. Man hat schon sehr viel Utility bei Plan B rausgeworfen. Smoke und Molotov sind nur noch bei Raptus vorhanden. Ansonsten hat man fast nur noch Flashes. Flashbangs. Man will zumindest die Mitte-Kontrolle anfaken. Oh, da kommt Extreme aber nochmal haarscharf weg. Und man geht jetzt wieder schnell zu 5 Richtung B. CT Smoke kommt diesmal rein, bevor der erste Spieler crossed. Man verteilt da noch gut Damage durch die Smoke auf beiden Seiten. Kann aber hier jetzt keinen Spieler rausnehmen. Molotov kommt schnell Richtung Grave. Pharma G holt Ruffy da raus. Nee. Retake ist nun möglich. Danke für den Clip. Jetzt geht's auf den Spot drauf. Man hat noch keinen Contact. Das sind zwei Spieler im Dark. Ein Spieler ist jetzt bekannt. Die Flash kommt rein. Nissa holt aber den Frag. Pit kann rausgenommen werden. 2 gegen 2. Die Bombe tickt doch schon viel zu schnell. Man will aber den letzten Spieler noch rausnehmen. Man findet die Bombe nicht. Raptus mit dem Frag, aber die Bombe, die Bombe, die Runde gehört Playing Ducks, die sich nach diesem anfänglichen Hin und Her der Runden gefangen haben und es geschafft haben, nun 4 Runden hintereinander zu holen. Wir können einmal kurz die Stats anschauen vor der letzten Runde. Tweezy mit 13 Frags, Top-Fragger auf dem Server, hat aber leider nur 5 Runden bis jetzt gereicht. Bei den Ducks sehr ausgeglichen. Utility Damage, klar bei den CDs. Ja, aber sehr ausgeglichen, die Stats, trotz der 9 zu 5 Führung. Und man hat natürlich einen Kackball jetzt. Man geht da einfach durch den Molotow? Okay. Pharma G mit der UMP, mit dem Double Frag. Jetzt ist es ein 3 gegen 5 für Ruffy
Nissei und Caesar jetzt ein bisschen gesplittet sind. Zu zweit in der Mitte, einer an B. Spieler jetzt an B bekannt, sodass Tweezy direkt wieder zurückrotiert. Man muss jetzt versuchen, bei den Plain Ducks irgendwo Frag zu ziehen. Und ich hoffe, der Autodirector springt jetzt nochmal um. Und es ist teilweise so knapp. Da gerade an B. Dann am Pit. Man entscheidet sich für jetzt für den B-Spot. Und die Utility ist nur noch bei Nissei vorhanden. Und man rotiert Richtung B. Caesar versucht zu contacten. Spieler Richtung Spot gecrossed. Man boostet jetzt CT. Boah, schöner Shotter von Caesar, aber Cedric kann natürlich refragen vom Boost aus. Jetzt versuchen wir aufs Spot drauf zu kommen. Xtreme hat da leicht Spiel gegen Ruffy. Nissei rechnet nicht mit dem Spieler von den Särgen. Und es ist eine 9 zu 6 Halbzeit für die Playing Ducks. Und wir gehen in die Halbzeit rein. Bis gleich. Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Hier bei Plan B Esports gegen Plain Ducks. Ich muss einmal kurz wieder das Spiel ein bisschen lauter machen. Verzeiht es mir. Ich werde mir das auf jeden Fall aufschreiben für das nächste Mal. Und es geht hier schnell in die Mitte durch. Wir haben gerade ein paar Probleme anscheinend mit der Darstellung der Spieler. Deswegen kann ich kurz die gerade nicht genau erkennen. Es sind nur noch zwei Spieler bei den Ts für Plan B. Man wollte schnell die Mitte durch, aber hat dann schnell das Crossfire aufgebaut in der Mitte bei den Playing Ducks. Jetzt ist nur noch Cedril, der down geht. Und jetzt muss ich einmal kurz gucken, wann das liegt. Ansonsten mache ich schnell einmal Retry. Ich mache einmal schnell Retry, Leute. Ich hoffe, das fixt es direkt, dass man links und rechts wieder die Spieler sieht. Ich kann gerade nicht sagen, woran es liegt, dass das verschwunden ist. Es ist immer noch verschwunden. Da müssen wir uns gerade ein bisschen damit arrangieren. Vielleicht weiß jemand anders, woran es liegt. Auf jeden Fall steht es jetzt 10 zu 6
für Playing Ducks. Plan B spielt auf der T-Seite jetzt eine Economy mit den ganzen Glocks. Man hört den Spielern in Apps. Und man versucht das, passt das gleich wie in der Pistol Round. Man geht wieder in die Mitte raus. Spieler jetzt bekannt. Ruffy will da den Molotov unbedingt rausbringen. Der ist aber auch gut, weil Nissa hat das auf dem Schirm. Wird jetzt von kurz aber gerefragt. Caesar holt den Kurzspieler jetzt nur Farmer G mit der MP9 gegen zwei Spieler, aber nicht erfolgreich. 11. Runde für Playing Ducks. Und ich will jetzt unbedingt wissen, woran das verdammt nochmal liegt. Dass wir links und rechts nicht mehr sehen, die Economy sehen, die Spieler sehen. Ich spreche einfach so lange nicht mehr drüber, bis ich eventuell von meinen Mods etc. vielleicht einen Tipp bekomme, wie ich es wieder umstellen kann. Konzentrieren wir uns aufs Spiel. 11 zu 6. Plan B kann jetzt kaufen, weil sie haben die AKs in den Händen. Zumindest haben wir oben links noch die Map, wo wir sehen, dass die Banane-Kontrolle noch nicht geholt wurde, aber auf beiden Seiten noch nicht. Danke, Flo. Danke, Flo. Ich weiß nicht, wo. Ich kannte den Knopf nicht. Habe eigentlich auch nicht G gedrückt, aber ich bedanke mich. Jetzt haben wir auch wieder die Spieler links und rechts und die Economy und sehen auch, dass die Sparrunde für Plan B so ausgereicht hat, dass sie auf jeden Fall auch viel Utility und eine SG bei Cedric kaufen konnten. Wobei noch zwei SMGs beim Plan Ducks vorhanden sind. Man versucht anscheinend bei Plan B erstmal so ein bisschen jetzt in der ersten Waffenrunde den Default zu etablieren. Raptor Smoke dann nochmal lang ab, die liegt aber absolut nicht, die Lang Smoke. Auf 30 Sekunden smoked jetzt Nissei den B-Spot ab. 25 Sekunden auf der Uhr. Raptus muss jetzt A verhaken. Wirft aber nur eine Flash und diese Flash sollte eigentlich bedeuten, okay, es geht Richtung B. Es sind 17 Sekunden. Es sind nur 17 Sekunden auf der Uhr. Man muss nur genug Zeit rausholen. Raptus, der Lurk holt, Frag holt, zweiten. Die zwei Spieler an B werden auch gefragt. Die Bombe wird gelegt und das ist, müsste die Runde sein für Playing Duck, für Plan B, Entschuldigung. Der Lurk von Raptus kann jetzt gestoppt werden von Caesar. Raptus wirklich mit einer sehr starken Leistung da, die rotierenden CTs zwei Stück rausnehmen zu können. Und wenn wir aufs Geld von den Playing Ducks schauen, Krabbe mit 3k, callt erstmal eine Pause, weil er erstmal jetzt, weil jetzt erstmal bei Playing Ducks koordiniert werden muss, ob sie einen Forceball spielen und das muss eigentlich fast. Nissei nur mit 1,5. Caesar hat aber eine Waffe gespeichert, die könnte eventuell Nissei legen und noch eine SMG dazu kaufen. Wobei, wenn sie eine Economy machen, eine Echo spielen, könnte Krabbe danach Nissei legen. Also wirklich gerade eine 50-50-Decision. Jetzt bin ich mal gespannt, wofür man sich da dann bei den Playing Ducks entscheidet. Man macht den in Anführungsstrichen einfacheren Call, beziehungsweise den Call, wo man leichter die Economy ausgleichen kann. Man forst nämlich rein. Man wirft die Waffen hin und her. Caesar hat eine SMG gelegt. Ist halt noch gar nichts gekauft mit seinen 1,5. Aber man hat, das reicht tatsächlich noch für einen halbwegs vernünftigen Ball. Man hat eine M4, man hat eine AK. Die zwei MP9s können auf Inferno auf diesen close-ranging Map wirklich viel Schaden anrichten. Und die Scout hatte auf der CT-Seite von Plan B auch gut Impact in der Hand von Farmer G. Mal gucken, was Ruffy damit anstellen kann. Utility natürlich bei den Ducks Mangelware.
Okay, beide Teams sind wieder ready. Plan B muss noch anpausen, das tun sie jetzt. Und wir gehen in die 19. Runde des Spiels. Wir hatten vorhin auf die Stats geguckt, da waren sie noch alle komplett ausgeglichen. Mittlerweile der Einzige, der ein bisschen abfällt, ist Cargo. Hat am Ende von der T-Seite ein bisschen, ist am Ende der T-Seite ein bisschen abgefallen. Aber die CT-Seite beginnt ja auch jetzt erst richtig. Mit dem Fullball für Plan B. Beziehungsweise, sie haben ja gerade die Runde geholt mit 4 Spielern. Natürlich haben sie dann immer noch den Fullball. Ruffy ist schon runter von der Nade auf 46, macht jetzt einen Scout-An-Hit, kommt zurück zum Spot. 5 Spieler von den Ts in der Mitte. Da kommt schon direkt die Rotation von Nissei. Der Spray von Caesar geht nicht rein. Ruffy wird rausgenommen. Caesar holt die Bombe da raus. Kann eventuell Zeit rausholen. Krabbe aus dem Pit erfolgreich. Cedril kann Caesar refraggen. Cedril auch. Pit erfolgreich. Und Nissei, dann leihen sie sich ab. Und es ist nur Cedril im Pit. Im 1 gegen 2. Und es ist doch das Game der Echo Rounds und der Force-Buys, liebe Leute. Cedril hat nur 14 HP. Hat die Bombe geholt, man kommt jetzt zu zweit. Und man hat es. Nissei gibt auch so sein Mate kurz in den Nacken. Für die 12. Runde für Playing Ducks und direkt kommt wieder eine Pause von Plan B Esports. Eine Tactical Pause. Nochmal Props an alle Teams, dass sie sich wirklich dran halten, dran denken, das reinzuschreiben. Ist auf jeden Fall mega super für für uns als Caster. Da muss man nicht zu viel spekulieren. Das Gate bei Plan B, nur bei Pharma G, nicht so gut. Man könnte kaufen, Pharma G mit einer Diegel eventuell ausstatten. Denn Plan B kommt jetzt langsam in einen Bereich, wo sie Runden brauchen. Diese zwei Worte, wovor jeder CSGO-Spieler Angst hat, beziehungsweise dieser eine kurze Satz von IGL, wir forcen, wir brauchen jetzt die Runden. Boah, da schüttelt's mich schon. Ja, da kommen die Waffen rein. Cedril an der AWP. Pharma G hat nur eine P250, verzichtet auf die Deagle und hat lieber noch eine Smoke und eine Flash in der Hinterhand. Pause wird aufgehoben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Plan B jetzt strat-mäßig aufs Parkett legt. Versammelt sie sich jetzt zu dritt in der Banane bei Plan B mit den zwei starken Waffen. Und man versucht eventuell da einen Frag zu ziehen. Und die Smoke-Molotov-Combo, die haben wir am Montag schon gesehen. Die Cedril hier auch auf 28 HP runterburnt. Zu viert jetzt in der Banane bei Plan B. Und jetzt kommt der 5-Mann B-Execute von Plan B. Ruffy ist aber schon rotiert. Der Entry sitzt. Die Waffen beim Plan Ducks auch nicht perfekt. Cargo ist da noch im Quad, kann einen Spieler rausnehmen, kann einen zweiten Spieler mit der MP9 Nein, da rausnehmen. Pharma G ist der letzte überlebt, hat die AWP mitgenommen. Mit der PT50 konnte er die Frags ziehen.
Molotov greift, wird ein Pit gedroppt, verschießt, Krabbe erfolgreich mit der UMP und es ist die 13. Runde für die Playing Ducks. Also Props da an den Quad-Spieler, der da zwei Frags rausnehmen konnte, die zwei Entries setzen konnte. Ja, also es war jetzt, war kein T-Spieler mehr am Leben, also die Waffe musste man jetzt nicht unbedingt da aufs Dach werfen. Aber ein paar Style-Points gehen da raus an Caesar. Und wir kommen zu unserer geliebten Echo-Round bei Plan B. Cedril kauft tatsächlich sogar auf 1-6 runter. Haben sie Max-Round-User-Bonus? Noch nicht ganz. Aber man muss jetzt auch, man muss auch wirklich mindestens Bomb-Plan holen, beziehungsweise man muss auch, man muss die Runden holen jetzt. Man muss die Runden holen. Oh, der Molotov wird da verworfen von Ruffy. Trotzdem spreadet er so, dass die Mitte komplett abgedeckt ist. Glück im Unglück, sagt man auch gerne dazu. Aber Ruffy verschießt und er wählt den langen Laufweg. Und man geht jetzt zu fünft. Durch Arch. Die Smoke hat eine Gap, deswegen traut man sich da nicht, die AWP mitzunehmen. Doch, jetzt hat sich einer getraut, durchzulaufen und Nissei rechnet mit Cedril da nicht. Und man geht jetzt zu 5 durch CT auf B. Und da ist nur noch Caesar. Und es liegt jetzt an Caesar da, die so viele Frags wie möglich rauszunehmen. Er steht da hinterm Grave, schafft es nicht. Schießt da Cedril nur auf 2 HP runter. Und es ist mal wieder ein, ja, es ist ja eher eine Echo-Round. Also man hat das Geld drin gelassen für die nächste Runde. Dementsprechend zähle ich das als Echo-Round. Die für die Echo-Spiele, das Echo-Spiele-Team für sich entschieden wird. Also wenn man in der Zeitung eine Überschrift finden müsste für dieses Spiel, dann tatsächlich irgendwie das Spiel der Echo-Rounds oder so. Vielleicht fällt euch da doch was Besseres ein. Xtreme findet dann tatsächlich auch noch Krabbe im Haus. Cargo lässt sich aber nicht so leicht cashen. Nimmt die M4 mit und das Geld bei den Ducks. Ei. Ich fühle mich gerade irgendwie zurückversetzt in die Mitte der ersten Halbzeit, wo es hin und her ging von Play B Echo Round, Play Ducks Echo Round, Play B Echo Round. Ich habe ein kleines Déjà-vu und wir haben jetzt 4 Deagles wieder beim Playing Ducks. Cargo mit der gesaveten M4. Gucken, was man damit anstellen kann. Man will mit der M4 in die Banane rein. Der wird aber rausgenommen. Der ist da durch die Smoke gejoggt. Ein frühes 3 gegen 4. Jetzt holt man sich die Banane-Kontrolle aber zurück bei den Playing Ducks. Ziemlich erfolgreich. Caesar holt da Xtreme. Aber dafür ist der A-Spot jetzt komplett offen. Und die Playing Ducks entscheiden sich direkt, die zwei Waffen, die sie ergattern konnten, beziehungsweise die eine Waffe, die ja von Cargo, nee, von, ich weiß nicht mehr genau, wer sie gesaved hatte in der letzten Runde. Auf jeden Fall die AK und die M4 nehmen, versuchen sie jetzt mitzunehmen für die nächste Runde, wo man eine Echo spielen muss. Oh, Cedril mit einem Disconnect. Da wird 100 Pro gleich eine Pause gecallt bei Plan B. Bei Caesar 78% Headshot-Quote. Ja, Technical Pause kommt jetzt von Plan B. Bei 19 Frags. Kann man mal machen.
Caesar mit einem starken Match. Aber da ist Zedo schon wieder da. Man weiß nicht genau, was für Probleme er hatte. Thank you, Sleep. Thank you. I very appreciate that. Er hat sogar reingeschrieben, CS-Bug, Freeze. Das Game einmal gefroren. Einmal kurz das Game neu gestartet und es geht schon wieder. Plan B mit einem sehr guten Buy haben auch sehr viel Geld noch übrig. Das heißt, selbst wenn sie eine Runde verlieren sollten, könnten sie nochmal nachkaufen. Aber sie dürfen eigentlich keine Runden mehr verlieren. Playing Ducks hat schon 13. Die jetzt in der Echo sind. Und wir wissen ganz genau, was das heißt, wenn ein Team von den beiden in einer Echo-Round ist. Tatsächlich nur ein Spieler von Plan B da im Haus. Man ist zu dritt in der Banane. Während die AWP Mitte abgezielt hatte. Haben wir ziemlich viel rumgefaked auf jeden Fall, aber im Endeffekt soll es Richtung B gehen. Und Playing Ducks spekuliert auf A, ist zu viert an A. Und es ist nur Cargo an B mit einer P2000. Der natürlich da rausgenommen werden kann. Somit schafft es Plan B, sich auf einen 10 zu 13 zurückzukämpfen. Nachdem beide Pistol Rounds in Folge Runden an die Playing Ducks gingen. Boah, mal gucken, ob Krabbe hier das Spieler rausnehmen kann. Schafft's nicht ganz. Wird abgeaimt. Ist auch nicht schlimm, verliert nur die Deagle. Und das Geld wird höchstens für eine Glass Cannon bei Cargo reichen. Ich glaube nicht, dass man das machen wird. Nein, Cargo kauft schon das Kevlar. Caesar hat sogar eine Waffe gelegt, sodass bei Cargo noch Geld drin bleibt. Fullby gegen Fullby. Ungewohntes Bild heute. Und aggressive Utility da Richtung T. Stairs von den Ducks. Tweezy da alleine in der Banane am Arbeiten. Kriegt dann nur Utility zugeworfen von seinen Mates. Wird dadurch unterstützt. Man wirft da so ein bisschen Utility am B, ein bisschen Fake Reno. Schon gewohnt bei Plan B. Sie machen sich dadurch, obwohl ihr Aufbau immer nur kleine Nuancen an Veränderungen hat, schaffen sie es durch ihre Utility immer den Schein zu wahren und unpredicted zu sein. Nissai geht da durch die Smoke. Nein, Ruffy geht durch die Smoke. Der wird aber durch die Smoke. Oh, wie unlucky ist das denn? Beide Spieler können durch die Smoke rausgenommen werden. Cargo steht da CT bereit hinter der Smoke. Und oh, es geht fast Cedric beim Planten, während er in der Smoke stand.
ein oder zwei Bullets mehr und der Planter wäre down gegangen. Und jetzt müssen sie 3 gegen 4 retaken. Wobei alle Spieler von Plan B in der Range sind. One-Shot, Headshot, Potential, dieses schöne Wort für die M4. Für Cargo und für Krabbe. Caesar mit den ersten gegen Extreme. Vielleicht noch ein Obst. Der Dark-Spieler wird jetzt auch rausgenommen. Pit-Spieler bekannt. Jetzt ist es nur noch Raptus in der Banane, der den Diffuser rausnimmt. Cargo muss jetzt pushen. Schafft es nicht mehr, die Bombe zu diffusen. Schön ausgespielt da von Raptus. Und man verkürzt immer weiter bei Plan B. Jetzt auf ein 11 zu 13. Oh, die Geschellenrunde für die Playing Ducks. Ruffy kriegt aber direkt am Anfang eine Runde Nate auf 36 ab. Oh, und Cedril mit dem Ballbang in Teppich gegen Krabbe. Die Runde startet nicht gut für die Playing Ducks. Seas traut sich nochmal die Mitte zu pieken. Das wird aber von der SG von Cedril war es, glaube ich, abgeaimt. Und jetzt ist nur noch 3 Spieler bei den Playing Ducks, die alle an B-Spot sind. Wenn das Plan B wüsste. Backside Smoke, Lung Smoke, man flasht sie in die Mitte rein, geht jetzt kurz durch. Es wird jetzt langsam klar. Der Spot ist clear. Bombe kann für den Pit gelegt werden. Und die Playing Ducks gehen die Mitte runter und werden versuchen, wahrscheinlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie versuchen. Rennen alle Second mit. Okay, sie stellen sich Second mit auf. Die wollen natürlich versuchen, Exit Frags zu holen und auch die Waffen mitzunehmen. Der Deagle Shot geht nicht ganz rein, Extreme. Unscoped mit dem Headshot. Und Sleep macht's vor, cheert für euer Team, feuert sie an. Plan B gerade mit einem starken Comeback. Oh, Cargo, die Waffe will er haben, die Waffe will er haben. Und er nimmt sie, er kriegt sie. Die kann er legen und eine AWP kaufen. Jawohl, das macht er. Starke Aktion da am Ende von Cargo. Und es könnte tatsächlich entscheidend gewesen sein, jetzt eine AK mitzunehmen und eine AWP sich leisten zu können dadurch. 12 zu 13. Playing Ducks lag 6 Runden vorne. Haben jetzt aber wieder ein Full by Full Utility. Und da würde man sich doch ärgern bei den Ducks, wenn man diese Führung nicht nach Hause holen kann. Die Nate gegen Nissei wieder. Der Utility Damage bei Plan B auf der T-Seite ist doch enorm. Da hört man den Spieler durch den Molotow rennen. Man tauscht jetzt tatsächlich die Positions. Ruffy mit der AWP geht Richtung B. Nissei mit seinen 51 HP und der M4 geht Richtung A. Raptus versucht jetzt die Mittekontrolle zu holen, hört die Backrotation dann kurz. Da kommt nochmal eine Pit Smoke rein. Rotation Richtung A von den CTs und da ist Raptus an der Lang im Lurk. Der wird auch von Cargo abgefangen. Man sieht jetzt keinen mehr an Lang. Jetzt kommt die Utility rein bei B und die Rotation muss jetzt instant kommen bei den CTs. Der Explode ist aber stark bei Plan B, aber Ruffy kann den ersten raus, den Cheesy mit dem Refrag Richtung CT. Überzahl immer noch für Playing Ducks. Oh, Farmer G kann crossen. Nissei kommt da ein Stückchen zu spät. Bombe wird gelegt. Es kommt kein Spieler durch die Banane. Aber die Ts müssen trotzdem drauf aufpassen, weil kein Spieler von ihnen dort aufpassen kann. Beziehungsweise dort drin steht. Oh, schöner Engel da von Tweezy. Da werden zwei Spieler rausgenommen. Krabbe kann refragen. Jetzt ist es
Ein Hin und Her. Cedril jetzt im Clutch. Oh, der Spieler wird bekannt. Krabbe versucht ihn zu fraggen. Und sie leihen sich perfekt ab. Unlucky jetzt für die Playing Ducks. Und Plan B nach einer 13-7, nach einem 13-7 Rückstand schaffen sie es tatsächlich auszugleichen. Und Playing Ducks kauft instant wieder rein. Caesar nur mit einer Deagle. Der aber gerade Topfragger ist für die Ducks. Das heißt, der hat auch die Confidence gerade für die Deagle. Auto-Shotgun bei Krabbe. An Balcony A. Diesmal alle T's Richtung Mitte orientiert. Aber man muss jetzt tatsächlich nochmal kurz zurückgehen und schauen, nicht, dass die CTs da die diepe Banane-Kontrolle holen. Weicht jetzt nochmal ein bisschen zurück von seinem Plan. Sogar noch eine Rotation hinten über T-Stairs. Ruffy mit der AWP steht auch am B, aber halt an Särge. Jetzt holt man die Mitte-Kontrolle. Cedric geht da kurz einfach durch die Smoke. Caesar wieder mit einem Headshot mit der Deagle. Und jetzt explodiert man Richtung B, aber da sind zwei Spieler von den Playing Ducks. Molotov kommt rein von Ruffy und sogar den Frag. Spieler im Quad wird rausgenommen. Jetzt muss sich eigentlich Ruffy zurückziehen und er holt den Flick. Nochmal ein Anschuss gegen Farmer G, der aber jetzt die Bombe legen kann. 2 gegen 4. Die Frage ist, ob die Plague Ducks ihr kleines Retake-Trauma überwinden kann jetzt in der Runde. Krabbe mit der Shotgun über die Banane, kann nochmal Quad-Molotoven. Raptus steht hier close an Särge. Ruffy hat die AWP, was unlucky ist. Der muss aber jetzt rumziehen. Caesar kann den ersten Spieler rausnehmen und Caesar mit dem Bag. Was ist das denn bitte für ein Spiel von Caesar heute? Der Boy ist doch on fire. Mit dem Wallbang durch die Särge sichert er sich die 14. Runde für die Playing Ducks. Ah, Plan B hat so viel Geld. Auf Caesar ist Verlass. Verlass. Natürlich jetzt wieder ein Full Buyback Plan B. 4 SGs. Wobei die Ducks nur noch 2 SMGs in der Hand haben. Die Nate kam absolut gar nicht an, wo sie hin sollte. Eine Doppelflash, nehmen wir jetzt die Bananenkontrolle bei Plan B. Die Steps jetzt am Card, man hustet da aber an der Mauer, sodass der Molotov keinen Impact hat. Oh, was eine schöne Nade da von Extreme gegen Ruffy. Nur 46 HP hier bei dem AWP-Spieler. Ist nur 35 Sekunden auf der Uhr. Und so langsam muss man sich entscheiden und anscheinend geht's Richtung A. Kurz Molotov kommt an und es scheint wohl über lang gehen zu sollen. Da kommt nochmal eine Flash rein, ein bisschen zu früh. Kann jetzt aber sagen, dass kurz frei ist. Yeah. Schornstein-Flashes kommen rein. Cargo findet Cedril.
Caesar wird aber im Pit gefraggt. Krabbe jetzt vom Balcony erfolgreich und er holt den Bombenplanter tatsächlich. Und es, die Zeit reicht nicht mehr. Krabbe holt die Runde, indem er auf den ersten Spieler schießt, aber den Bombenplanter killt. 15. Runde. Map Point Runde für die Playing Ducks. Raptus da, erfolgreichen Sack mit. Krabbe damit einen offensiven Move im Balcony. Das hat man abgeaimt. Aber was hat Caesar denn für eine Position da? Der wird doch jetzt nicht knifen. Der wird doch jetzt nicht knifen. Nein, wird er nicht. Okay. Da hat der Autodirector ein bisschen verrückt gespielt. Und Caesar kommt da tatsächlich auch direkt wieder weg. Und man groupt jetzt Richtung Banane. Man groupt jetzt Richtung B bei Plan B. Es soll ein B-Execute werden. Cargo ist jetzt wieder reinrotiert auf den Spot an B. Hat seine Utility bereit. Noch einen vollen Gürtel am Mann. Und den wirft er jetzt auch raus, aber jetzt kommt der Explode bei den Ts und der Autodirector will nicht. Ich flüchse selber auf Cargo, der mit dem 3K und Nissa wieder mit dem Crossfire mit dem letzten. Das 16 zu 13 für die Playing Ducks. Eine starke Teamleistung.